Kommissar Fröschl? Nein, hier ist doch immer nicht das Archiv. Glauben Sie mir's doch endlich. Verdammt noch mal. Warum bist du denn so gereizt? Ich bin nicht gereizt. Aber nervös. Hm? Ach. Ja, Kommissar Kettwitt. Hm? Aber ja, das mache ich sehr gerne. Ja, nichts zu danken. Wiedersehen. Wer war's denn? Das war für mich. Oder erwartest du einen Anruf? No. Toni, was ist denn los? Heiner, ich war gestern beim Wanninger. War er nicht daheim. Jetzt bin ich heute noch einmal hingefahren. War er wieder nicht daheim. Dann habe ich die Nachbarn gefragt. Keiner konnte mir sagen, wo der ist. Ich könnte es schon. Was? Hinter dir. Oh. Grüß Gott, Herr Wanninger. Hey, Herr Wanninger, Gott sei Dank. Grüß Gott. Wir haben mir schon solche Sorgen gemacht. Ach, okay. Was ist denn los? Hm? Sagen Sie halt was. Was, Kehlkopfentzündung? Herr Wanninger, um Gottes Willen, nehmen Sie doch Platz. Wie lange haben Sie denn die schon? Zufällig komme ich hier vorbei, zufällig steht die Tür auf und wer ist ganz zufällig wieder einmal da? Der Herr Wanninger. Ja, der Herr Wanninger kann nicht reden, der hat Kehlkopfentzündung. Oh, da weiß ich ein ausgezeichnetes Mittel. Da müssten Sie mal nach Ergershausen fahren, die Ergershausener Heilquelle. Fantastisch, sage ich Ihnen. Ich hatte es damals zwar nicht so arg wie Sie, aber eine deutliche Reizung der Atemwege war unverkennbar. Und nach 3 Tagen war alles weg. Vorbei, vergessen. Herr Direktor, Sie müssen ein Was Gutachten ist? Unterschreiben. Ja, ja, ich komme gleich. Ergershausen, das müssten das Sie sich... Das ist aber dringend. Gute Besserung, Herr Wanninger. Gute Besserung. Wo ist er? Herr Wanninger, Sie dürfen nicht fortfahren. Sie wissen, jedes Mal, wenn Sie in die Kurve gefahren sind, ist irgendwas passiert. Das geht nicht gut aus. Und außerdem Ergershausen, schauen Sie, nix wie Wasser. Du, zurück. Zurück. Du, das ist er. Halt. Den albernen Waggon, den mache ich doch in einer Nacht leer. Das wird doch gelacht. Da fahre ich von da mit dem Laster ran. Und hier lade ich um. Ja. Und von da kommt die Polizei und lädt dich ein. Louis, du sollst dir nichts klauen. Warum schleppst du mich denn hierher? Ich bin Spezialist auf Einbruch. Aber es ist doch plump, den Wagen auszuräumen. Was sollen wir denn mit den ganzen Schuhsohlen anfangen? Versetzen. Ich habe doch nicht 140.000 Stück. Was denn sonst? Zum Verkauf anbieten. Aber du hast doch eben gerade gesagt... Dass wir sie nicht verkaufen, sondern zum Verkauf anbieten. Ist doch was ganz anderes. Wir bieten sie zum Verkauf an und lassen uns einen Vorschuss drauf geben. Ja, wir haben sie doch noch gar nicht. Auf dem Papier doch. Ich habe alle Zollerklärungen und Eigentumsnachweise aus dem Büro mitgehen lassen. Wo eigentlich der Name meines Chefs stehen sollte, da steht jetzt dein Name, Louis. Louis, der ganze Waggon Schuhsohlen gehört dir. Auf dem Papier. Ha? Und mit dem Papier verkaufe ich die Schuhsohlen. Und lässt dir einen Vorschuss geben. Das klappt nie. Aber warum denn nicht? Weil mir keiner einen Vorschuss gibt. Guck mich doch an, Herzl. Würdest du mir vertrauensvoll einen Vorschuss geben? Also, du machst mich fertig. Na los, komm, fahren wir. Ich hab Hunger. Hallo. Und damit gehen wir zu angesehenen Schuhfabriken. Die sind scharf auf gutes Ledermaterial. Da ist der Verkauf des ganzen Postens kein Problem. Also ich weiß nicht. You will see, it goes very well. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Und wenn das einer merkt? Yeah, they speak English that they cannot hear us. Yes. How long you will make this here? Das haben wir mit. Na, schmier. We are blank, baby. I have no Benzin in my car. No money.
No cigarettes. I have only 3,50 Mark, you know. Herr Bürgermeister, er ist da. Wer? Der Captain O'Brien ist da. Wo? Da sitzt er, das ist er. Bist du sicher? Absolut, ich kenne doch seine Kriegsverletzung. Ja, mei. Mei, dir, Captain O'Brien, wie er delighted. Oh, mein Captain. Was soll das? Ich heiße Ludwig. Moment. Ja, spiel weiter. So. Mr. O'Brien. Du kannst ruhig Deutsch mit ihm reden. O'Brien, Mr. O'Brien ist Deutsch-Amerikaner. Ja, wir freuen uns ja so, dass Sie den Weg zu uns zurückgefunden haben. Ja. Hallo. Sie, lieber O'Brien, der uns ja allen so viel bedeutet. Ja, ja. Sie glauben gar nicht, wie viel uns Ihr Mann bedeutet. Ja. Der aus dem kleinen Fleckchen Eckershausen, ich möchte fast sagen, das Leben gerettet hat. Ja, was? Sie kennen meinen Mann von früher? Ja. Wir kennen ihn alle. Das hatte ich nicht bestellt. Alle, Herr Hauptmann. Wir kennen ihn alle, liebe Frau O'Brien, alle. Mrs. O'Brien. Wir haben auch früher Scherze gemacht über seine Kriegsverletzung. Ja, ich meine, wir kennen ihn ja alle und als herzensguten und lieben Mann. Und haben dann immer im Scherz gesagt, er sieht aus wie ein Verbrecher. Ja, aber nur im Scherz. Ja, ja. Und im Scherz hat er damals herzhaft lachen können. Ja. Er hat mir von damals so wenig erzählt. Ja. So. Ja, Herr Bürgermeister. Ja. Bitte. Oh, hui. So. Hören Sie. Das habe ich auch nicht bestellt. Ach, jetzt sind Sie aber mal nicht so. Heute sind Sie ja mal unser Gast. Ja. Aber gern, gute Frau. Ja. Gern. So ist recht. Alle sind heute Gäste der Gemeinde. Ja. Rutscht her, kommt her am Tisch. Geht's zu? Da gehen wir. Sie da hinten, kommst doch mit her am Tisch. Das macht doch nichts, schlucken wir es noch können, ne? Ja, ja, kommen Sie rüber zu uns, kommen Sie rüber. Da haben wir noch einen Platz für Sie. Ja. Lempel, ich bin der Lehrer Lempel. Ja, so gefahren. Ja, das glaube ich Ihnen gern, dass er Ihnen da von nichts erzählt hat, in seiner Bescheidenheit. Ja, als er damals die Quelle entdeckt hat mit dem Heilwasser, nicht wahr? Da hat er zunächst gar nicht zugeben wollen, dass er es war, der die Probebohrungen veranlasst hat. Ja. Für den Schießplatz. Wegen Schießplatz. Ja. Unsere Häuser sollten nämlich als Zielscheibe für die US-Panzer hergenommen werden. Ne? Ja, als dann die Quelle da war und die Leute gekommen sind wegen dem Heilwasser, da hat Ihr Mann es veranlasst, dass der Schießplatz nicht hierher gekommen ist. Ja. Und wir haben alle unsere Häuser renovieren können. Ja. Jedes Haus hat jetzt sein eigenes Bad. Ja, und die Quelle war überhaupt noch gar nicht fertig, da war er verschwunden. Wie vom Erdboden verschwunden. In der Kaserne haben sie uns gesagt, er ist wieder in die Staaten zurückgekehrt. Ja, er wollte einfach nicht, dass man ihn auf der Straße bewundert. Ja, ja. So ist er. Ich glaube Ihnen das sofort. Das passt genau zu ihm. Aber das ist alles ein Irrtum. Es ist so breit. Sehen Sie, so bescheiden. Ja. Na also bitte, Louis, die Leute freuen sich so. Ja. Na Louis, nach so langer Zeit. Ja, aber... bitte. Es ist so breit. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Hallo? Ist dort der Frischl? Frischl? Ich bin... Ich kann nicht... Ich habe im Hart... Ich kann nicht rauchen. Ich brauche den Frischl. Was? Heimat, oh Heimat, wie bist du? Jetzt sei doch statt im Raum. So schön.
So schön singst du auch nicht, ne? Also unser Kurt ist schon schön. Wenn nur endlich die Bundesbahn den Bahnhof renovieren würde. Naja, oder zumindest die Güterabfertigung verlegen würde. Dieser Waggon, der sieht ja wirklich scheußlich aus. Mitten in der Idylle. Hä? Idylle. Der steht einfach nur herum. Der ist vor 2 Wochen aus Jugoslawien gekommen. Der gehört einem Fabrikanten aus München. München. Einem Schuhfabrikanten, der den Zoll nicht bezahlen konnte. Woher wissen Sie das denn? 3-mal dürfen Sie raten. Oh. Sie sind geschäftlich hier, Mrs. O'Brien. Sie haben es schon beim 1. Mal geraten. Ui, das ist interessant. Heimat, oh Heimat. Warten Sie einen Augenblick. Hier spricht Franz Josef Wanninger. Das ist der Opa, der hier neben mir steht. Der kann nicht reden. Komm sofort nach Eckershausen. Ein Hochstapler ist am Werk. Und dieser Wanninger steht neben dir? Und der hat dir das auf einen Zettel geschrieben? Aha. Ja, kann ich ihm denn... Ah ja, und nichts von einem Raub oder Mord? Der Typ an der Leitung hätte lieber einen Mord gehabt oder einen Raub. Ja, und schöne Grüße soll ich ihn bestellen. Er käme vorbei. Ich habe Probebohrungen fahren lassen. Und bist so bescheiden. Wer hätte das gedacht? Oh. Wenn ich gewusst hätte, dass das mal eine Kriegsverletzung wird, dann hätte ich dem Willibald gesagt, kannst ruhig noch mal zustechen. Hat er ja auch. Ja. Er hat aus dir einen US-Hauptmann gemacht. Genau. Und jetzt bist du Großhändler, der 140.000 Schuhsohlen allererster Qualität zu verkaufen hat. Ja. Oder hat der Zollmensch 150.000 gesagt? Ja. Da soll ich ja nicht ran. Ein Erretter von Eckershausen darf alles. Und du bist ein Erretter von Eckershausen, Louis. Louis, denk doch dran, was ich dir erklärt habe. Die Schuhsohlen gehören dir. Und die biete ich zum Verkauf an. Ja, das ist doch jetzt kein Problem mehr. Jetzt kannst du nämlich Referenzen angeben. Ja. Die Gemeinde Eckershausen. Mein lieber Hauptmann O'Brien, meine lieben Eckershausener. Heute ist ein Tag, den wir nicht so schnell vergessen werden. Heute, das kann ich sagen, dürfen wir uns hier endlich bei unserem Freund bedanken, der sich in uneigennütziger Weise für unsere Gemeinde eingesetzt hat. Ohne seine Entdeckung, ohne Eckershausener Heilquellen, wäre unsere Existenz bedroht. Ohne ihn, das darf ich hier an dieser Stelle... Ja, grüße Gott, Herr Wanninger. Ja, was macht denn Ihre Kuh? Ohne ihn ja. Würden wir hier so nicht... So was verhaften? Wen, Sie? Er ist nicht nur zurückgekehrt, sondern
Er hat uns auch noch mit seiner zauberhaften Gattin bekannt gemacht. Moment. Das ist doch der Ludwig Echtermeier. Danke. Meine lieben Leute, ich möchte ungenannt sein, wie das auf der Tafel steht. Und ich heiße auch gar nicht O'Brien, ich heiße Echtermeier Ludwig. Herr Wallinger, wie soll ich den denn verhaften? Er hat doch gerade selbst gesagt, wer er ist. Also kann ich ihn nicht wegen Hochstapelei festnehmen. Wenn die Leute ihn für jemanden halten, der er nicht ist, dann dafür kann er doch nichts. Da steckt was anderes dahinter. Bevor ich nicht weiß, was der wirklich im Schilde führt, will ich ihn noch mal gar nicht haben. Nicht zu laut. Und nun? Für heute entlassen wir Sie, aber höchst ungern. Selbst wenn es die Geschäfte sind, die Sie in die Stadt treiben. Ja, wir werden leider nicht fahren können. Unser Wagen springt nicht an. Und die wir ein Taxi bestellt haben. Hier. Mein Wagen ist Ihr Wagen. Mein Haus ist Ihr Haus. Aber so habe ich es doch nicht gemeint. Mein Wagen steht gleich da drüben. Augenblick. Bitte, Leid. Lass mich durch. Sei zu mir. So. Für die Frau, Augenblick. So, Kinder, in der Zeit, dass ihr die aufbringen. So, bitte, gnädige Frau. Entschuldigen Sie, Herr Wallinger, ich komme noch mal wieder und erkläre Ihnen alles, aber jetzt muss ich dem nach. Gute Besserung. €6,50 haben die Scheißdinger gekostet. Und davon sagen Sie 140.000 Stück? So ist es ja. Wissen Sie, bei dem Preis schlage ich natürlich sofort an. Bitte nehmen Sie Platz. Ich wäre Ihnen selbstverständlich für eine Vorfinanzierung dankbar, damit ich davon ausgehen kann, dass das Geschäft auch perfekt ist. Selbstverständlich. Sagen wir 40.000. Ja. Bis morgen. Es reicht auch bis übermorgen. Könnten Sie mir vielleicht Referenzen geben? Gern. Am besten wenden Sie sich an die Kommunalverwaltung in Erkershausen. Steht bei uns auf dem Bahnhof, ja. 140.000 Stück. Ja, ja, kann das bestätigen. Unter Zollverschluss, ja. Der Zollinspektor steht neben mir. Wollen Sie ihn selber? Absolut seriös, ja, absolut. Ich kann Sie nur beglückwünschen, wenn Sie mit Herrn Echtermeier in geschäftliche Beziehungen treten wollen. Ja, war mir ein Vergnügen, ja. Verzeihen Sie, mit wem will Herr Echtermeier in geschäftliche Beziehungen treten? Was interessiert Sie das? Wer sind Sie überhaupt? Oh Gott, ich kenne den Echtermeier schon seit längerer Zeit. Ach ja, also, wenn Sie geschäftlich mit ihm zu tun haben, können Sie gerne hier warten. Aber Sie werden verstehen, dass ich seine augenblicklich geschäftlichen Beziehungen nicht preisgebe. Na ja, aber in welcher Branche er zurzeit tätig ist, das dürfen Sie mir doch sicher verraten. Aber selbstverständlich. Lederwaren. Ach so. Langsam, langsam. Jetzt sagen wir mal, wer ist dieser Louis? Ein alter Bekannter, Ludwig Echtermeier, spezialisiert auf Einbruch. Gut. Und wer ist dann dieser O'Brien? Ist auch der Louis. Mal der Reihe noch. Wer ist der O'Brien, wer ist der Echtermeier und wer ist der Louis? Toni, das ist ein und derselbe, verstehst du? Aha. Hast du schon mal mit ihm zu tun gehabt? Na, noch nie. Ah, dann kennst du ihn noch nicht. Ich kenne den nicht, ne? Pass auf, du musst mir mal einen Gefallen tun. Ja? Hör mir mal zu. Mich kennt er nämlich. Aha. Und?
bitte bleiben Sie sitzen. Das Material und ja, so schnell wie viel kriegst. Ja, wenn ihr den ganzen Posten mit 140.000 Stück nehmt, dann... Wie viel? Ja, was sagen wir denn? Sagen wir 2,80 Mark, das Paar. 2,80 Mark, das ist mein... Ja. Welche Vorauszahlung können Sie leisten? Ja, 10.000 Mark. 10.000. Oh, Gottes Willen. Seid doch ruhig! Also, 20.000. Aber ich hab's nicht bar bei mir. Mann, hören Sie, ich habe ein Angebot über 50.000 Mark. 50? Donnerwetter. Also gut, in meiner Situation habe ich keine andere Wahl. Ich biete Ihnen 65.000 als Vorauszahlung. Abgemacht? Ja, aber in dem Fall muss ich vorher den Nachweis prüfen dürfen, dass Sie verkaufsberechtigt sind, nicht? Ach so, ja. In dem Fall ja. Hier. Sehen Sie? Danke. Na ja, da haben wir ja alles. Ja. Schön. Jetzt stehen wir auf, Brentel. Wieso? Endlich, Fröschel. Schönen guten Tag, Louis. Heiner? Ja, so sieht man sich wieder. Kapitän Echtermeier. Aber dass Sie wieder reden können, Herr Wanninger, das ist ja ein Wunder. Ah, Fröschel, ein Wunder ist, dass du den Fall nicht im letzten Augenblick noch verpasst hast. Ja, das ist ein Wunder. Na, dann wollen wir mal, ne? Jetzt hol ich nur noch deine Komplizin und dann geht's ab in deinen zweiten Wohnsitz. Führen Sie ihn ab. Und ich fahr jetzt heim. Das ist schließlich dein Fall, ne? Ja. Sie haben sie gewarnt, was? Nein. Na? Nein, ich habe nur gesagt, dass Polizei im Haus ist und dass sie sofort runterkommen soll, weil sie den Mr. O'Brien verhaftet. Das ist ja fabelhaft. Hallo, Fräulein, wo möchten Sie denn Sie hier mit dem schweren Drum? Nach München. Ha, da haben Sie Glück. Ich muss nämlich auch nach München. Ja, und Sie würden mich mitnehmen? Aber selbstverständlich. Bei dem Sauwetter kann ich Sie nicht so sausen lassen. Wissen Sie, bei uns, da schneit so einen Tag, einen anderen Tag scheint die Sonne. Und morgen schon wieder das schönste Wetter sein. Sitzen Sie doch rein, Fräulein. Danke. So, jetzt. Es ist kalt. Ah, oh, furchtbar. So ungemütlich. Vielleicht sollten wir doch da vorne eine Tasse Kaffee trinken. Hm? Oh, prima, ja. Wir machen nämlich gerne einen Umweg, wenn Sie wollen. Für Sie? Ja. Danke, das ist aber nett, Herr Wanninger. Ja. An sowas denken nämlich die anderen nie. Grüß Gott, Herr Steiner. Ach, der Herr Wanninger. Also, ich muss Ihnen sagen, ich bin Ihnen wirklich dankbar. So. Denn wenn ich nicht in Erkers Haus wäre. Ja, ich weiß, dann hätten Sie den Fall nicht lösen können. Na, nein, dann hätte ich wahrscheinlich heute noch nicht wieder reden können. Na? War die ein bisschen hübsch, oder? Warum hast du so lange gebraucht? Die Sache hat einen Schönheitsfehler. Die Komplizin des Captain Echtermeier ist leider verschwunden. Die schöne Annemie. Nachname leider unbekannt. Ja, wie konnte denn das passieren? Ja. Sag mal, wie hat denn die ausgeschaut? Meine Güte, mittelgroß, schwarz, blaue Korthose, Strickjacke, weißer Schal, schwarze Reisetasche. Ah ja, Pelzmantel soll sie dabei gehabt haben. Wieso, kennst du sie? Nicht direkt. Herr Wanninger, was ist Ihnen denn? Was ist denn mit Ihrer Stimme? Ich glaube auch.